Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Morgen des 12. März. Wir schreiben eine neue Rekordwelle beim DAX voraus. Zumindest hat es dies den Anschein für die heutige Morning Session. Wie man sieht, hatte der DAX hier im vorbörslichen Umfeld, wir gehen mal direkt hier gleich auf den Stundenchart ein, versucht hier wieder mal einen draufzulegen, aber wir haben hier kurzfristig einen Widerstand etabliert. Drum, jetzt wollen wir uns doch den DAX mal näher anschauen, wie das jetzt hier aussieht, ob wir eine größere Konsolidierungswelle erwarten dürfen oder nicht, beziehungsweise wo mögliche Haltezonen liegen. Zunächst haben wir hier jetzt im Stunden-RSI anhand der 14er Periodeneinstellung schon eine leichte Divergenz am Morgen gesehen. Das war schon mal hier so eine Art kleines Warnsignal, da wir hier mit der 24-Stunden-Indikation, der 24-Stunden-JFD-Indikation hier praktisch keine neue Hochs gemacht haben, obgleich es der Preis hier versucht hat. Aber wie gesagt, das war ohnehin außerbörsliches Geschäft. Hier im US-Markt gestern ist ja dann auch nicht mehr viel passiert, aber grundsätzlich lässt sich jetzt aufgrund dieser Bewegung der Nacht bzw. des Abends und der Bestätigung hier eine kurzfristige Widerstandszone einzeichnen. Das ist so ziemlich genau der Bereich 11.850 Punkte und genau dieser Bereich ist jetzt der Deckel oben. Man kann auch hier noch ein kleines Stück runterziehen. Da hatten wir eine Supportlinie, die wir hier jetzt auch bestätigt haben mit der letzten Stundenkerze. Also hier zumindest 11.800 Punkte. Genau dieses Level lässt sich hier auch nach links rüberziehen und da hat man sozusagen eine horizontale Unterstützung gehabt, die jetzt gebrochen wurde, mit dem jüngsten Rücklauf auch bestätigt wurde. Und jetzt ist dies die zweite Widerstandszone auf dem Weg nach oben. Und jetzt sehen wir den DAX hier nach unten laufen. Wo kann er Halt finden? Sie sehen es relativ einfach dargestellt anhand dieses Aufwärtstrendkanals, den wir hier haben, mit entsprechenden Auflagepunkten auf der Unterseite, beziehungsweise ist es vielmehr jetzt eigentlich nur noch eine Aufwärtstrendlinie, da der Kanal ja nach oben aufgelöst wurde. Aber hier deutet sich etwas Schönes an. Und zwar ziehen wir das direkt mal rüber in diesem Bereich um 11.700 Punkte. Wir sind hier relativ gut an den runden Marken dran. Das ist aber durchaus ein Orientierungspunkt für die nächste Zeit, da wir rein technisch gesehen nicht wirklich sehr viel mehr an Widerständen, Supportlinien und dergleichen haben. Wir werden jetzt nochmal die Pivot-Punkte reinholen, um hier sozusagen nochmal da eine Indikation für den Tag zu bekommen. Wir sind ja allein gestern auch schon wieder deutlich nach oben geschossen, knapp 300 Punkte. Das ist exorbitant, deswegen sind die Pivot-Punkte auch so extrem auseinandergezogen. Aber der Fingerabdruck des heutigen Tages ist hier bei 11.721. Knapp drunter haben wir diese Aufwärtstrendlinie, diesen Support bei 11.700. Das heißt, hier ist eine sehr, sehr gute Unterstützungszone geboten, um diesen aktuellen Rücklauf, und bis dahin sollte er sich durchaus fortsetzen können, also gute 30 bis maximal 50 Punkte sollten wir jetzt nach unten laufen. Und wenn der Index hier seine Stabilisierung findet, dann wäre das ein idealer Bereich, um wieder aufzudrehen. Lassen Sie uns das kurz mit den Fibonacci-Retracements ergänzen, was wir hier heraus ableiten können. Vom Beginn der Bewegung ausgehend im logarithmischen Intervall sehen wir hier, dass das 38er Fibo-Level knapp drunter liegt bei 11.862. Hier könnte man zum Beispiel ja, einen spekulativen Long-Einstieg suchen mit Stopp am 38er Fibo-Level, um, wenn es denn hier runter geht, dann eine weitere Abwärtskorrektur Richtung 11.630, 11.590 und hier einen 60er Fibo-Level 11.575 rund zu vermeiden. Also es ist auch immer wieder hier Uso, je früher ein Markt dreht, also je früher, müssen wir ein Stück anpassen, das Fibo-Level ist nicht genau dran. Aber je früher ein Markt dreht an einem Retracement-Level, desto eher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sich der Trend fortsetzt. Und im Sinne des goldenen Schnitts wäre praktisch hier eine Minimalkorrektur am 38er Fibo-Level, beziehungsweise noch davor. Lassen Sie uns dazu die 23,6 mal reinnehmen. Beziehungsweise noch davor, also hier zwischen dem 23,6er, 38,2er Fibo-Level, also hier genau in diesem Support-Cluster. Je früher sich der Markt stabilisiert, desto eher kann man mit weiteren anziehenden Preisen rechnen und genau das wäre eben hier die Zone, die dafür interessant erscheint. Auf jeden Fall aufpassen, die Tendenz, dass der DAX dahin läuft, ist gut. Dort auf Umkehrstrebe im 15 Minuten, 5 Minuten Chart, Stundenchart achten. Hier ist auf jeden Fall ein Halt geboten, der dem DAX dann weiteren Auftrieb bescheren könnte. Denn wir haben natürlich heute, das wissen Sie auch, wenn Sie regelmäßig zuschauen, einen der bullischsten Wochentage mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen, hingegen der Freitag nach wie vor schwach ist, aber er bessert sich. Wir waren hier schon Richtung 35% unterwegs. Wir nähern uns hier schon wieder dem 50er-Level letztlich, aber hier der Donnerstag rein statistisch gesehen ein sehr, sehr positiver Tag und wir sehen es an der Range im Schnitt hier mit 200 Punkten auch unterwegs. Also hier durchaus
noch Potenzial verfügbar, nach unten wie nach oben. Also hier 195 Punkte, 0,5 Punkte im Schnitt, das ist ganz ordentlich. Also insofern kann hier heute durchaus noch ein bisschen was passieren an Volatilität. Der DAX zeigt sich sehr, sehr interessant. Also hier in diesem Level aufpassen. Sollte er jedoch früher schon nach oben drehen, speziell über 11.800 Punkte, dann muss man wahrscheinlich hier dieses Konsolidierungssetup an ACTA legen, welches jetzt präferiert wird. Wir machen das direkt mal fix per blauer Pfeiltendenz. Das wäre eine Möglichkeit für den heutigen Verlauf. Gehen wir aber, wie gesagt, vorher noch über 11.800 drüber, dann muss man sich wohl relativ zügig dann wieder mit einem Lauf in Richtung 11.850-11.900 Punkte und mehr dann anfreunden. Deswegen hier der alternative gestrichelte Pfeil. Das wäre aber zumindest mal das Setup, was man hier vom DAX ableiten kann. Gut, unterhalb des 38er Levels, wie gesagt, wenn wir hier auch diese Trendlinie, diesen Supportbereich etc. brechen sollten, dann muss man davon ausgehen, dass der DAX hier weiteres Potenzial hat. Und ob er dann am 61er Level stoppt, das will ich mal nicht beschreien. Dann kann es auch durchaus noch ein Stück weit tiefer gehen. Ich überdehne den Fall jetzt mal mit Absicht. Aber das wäre hier im Worst Case sozusagen mal eine stärkere Korrekturwelle im Intraday-Bereich, beziehungsweise eben hier verstärkte Gewinnmitnahmen, die den DAX dann deutlich tiefer führen könnten. Die Möglichkeit, dass das passiert, ist gegeben. Wir sind, wie gesagt, sehr, sehr heiß gelaufen. Die Performance der letzten Tage sucht seinesgleichen, gerade aufgrund eben der Historie. Und jetzt nochmal kurz zum Tagesschart. Die Rallye hat sich hier fast schon überhitzt. Wir sind ausgebrochen aus diesem Aufwärtstrendkanal. Wenn wir eben jetzt Rücksetzer feiern, Sie haben das Level im Kopf, 11.700 Punkte als runde Marke, das wäre auch ein Pullback an diese obere Trendlinie. Das wäre als solcher Pullback zu werten. Wunderbar. Gehen wir tiefer rein, also hier 11.680, 11.650, dann könnte sich dieser Ausbruch von gestern als Fake erweisen und dann wäre hier durchaus die Gefahr gegeben, dass der Index ein Stück weiter korrigiert. Grundsätzlich sind wir aber hier im Fahrplan Richtung 11.200, 11.150, also das ist hier alles 11.000, was sage ich, 12.000 glatt, 12.150, 12.200 Punkten hier unterwegs. Und wenn wir hier nicht größer zurücksetzen, also hier wirklich nur ein Pullback in Richtung 11.700 machen, dann sieht das gut aus, dass die Bullen hier weiter am Zuge bleiben. Gut, gegebenenfalls nehmen wir am Nachmittag nochmal in die Beschau den DAX. Vielleicht auch dann nochmals kleinere DAX-Aktien, die sich jetzt hier im Konsolidierungsmodus ganz gut zeigen. Das werden wir später im Stream dann ankündigen, wann wir noch eine Sendung schalten. Aber in jedem Falle gibt es nochmal einen US-Ausblick am Nachmittag. Bis dahin wünsche ich Ihnen aber erstmal eine angenehme Vormittagszeit. Hoffe, Sie haben schon den einen oder anderen Trade absetzen können. Erfolgreich. Ansonsten geziemt es sich auch durchaus mal etwas Ruhe zu bewahren. In diesem Sinne, bis später. Beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer.